Ja, moin und willkommen zu Folge 18. Am Beginn der Folge nehme ich euch mal mit, glaube ich, auf den schlechtesten Radweg, der am Alexanderplatz vorbeiführt. Der führt nämlich mitten durch die Menschen, die hier im Shoppingrausch sind. Nicht nur, dass der Radweg richtig schlecht gekennzeichnet ist, nein, Menschen gehen auch da, wo es offensichtlich gekennzeichnet ist. Also für alle Beteiligten richtig schlecht. Man muss den Radweg einfach komplett mal neu planen und woanders langlegen. Aber so braucht man den eigentlich gar nicht fahren. Augen auf, jetzt geht die Folge los. Also erstmal Respekt, wie du es geschafft hast, da reinzuparken. Aber zweitens, was hast du da zu suchen? Das ist ein Radweg, du darfst da nicht parken. Warum stehe ich so weit hinten? Ich stehe im Schatten. Und warte auf den Blitz, der vorbeifährt. Mann, Mädel. Achtet mal oben links auf die Ecke mit der beinahe Kollision von Fahrrad und Auto. Beim Rechtsabbiegen ein bisschen besser aufpassen, lieber Autofahrender. Gleiche Kreuzung, andere Perspektive. Nicht weil man blinkt, kann man einfach rüberziehen. Fahrradfahrende sind auf dieser Art von Infrastruktur durchzulassen, wenn sie geradeaus fahren. Steht in der Straßenverkehrsordnung. Vielen Dank wieder mal an die Videospende von Gothic Girl. Wenn ihr auch Videos aus der Perspektive des Fahrrades in Berlin habt, schickt gerne das Video ein. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Hier sehen wir, warum der Schulterblick nach rechts beim Abbiegen total wichtig ist und zudem, warum Hochbordradwege eigentlich gefährliche Infrastruktur sind, weil man da erst ziemlich spät gesehen werden kann. Mal die Perspektive nach hinten, wenn man jemandem ausweichen muss, der auf dem Radstreifen steht. Schlechte Baustelleneinrichtung. Kann man übrigens in Berlin melden. Ich packe euch mal den Link in die Videobeschreibung. Meistens passiert was, manchmal auch nicht. Aber immerhin melden ist gut. Klassisches Beispiel, Radfahrende eng überholen und damit gefährden. Fahr noch dichter vorbei! Und dann trotzdem 20 Meter weiter später einfach an der roten Ampel stehen. Also der Überholvergang völlig für die Tonne war. Außer man hat jemanden gefährdet und sonst nichts weiter erreicht. 1,50 Meter Abstand! Das habe ich mir dann auch gedacht. Wow. Na, wer hat die Lassoleine gesehen? Das aber nicht. Ich habe mir gedacht, das kann nicht so bleiben, auch wenn ich unsicher war, ob man von der Laterne eine gewischt bekommt. Deswegen erstmal vorsichtig reingeguckt, was passiert ist. In Berlin kann man auch diese Art von Beschädigung melden. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Ich glaube, hier muss noch eilig das Essen ausgeliefert werden. Uiuiuiui, das war knapp. Danke an meine Bremsen auch mal an dieser Stelle. Der eine Verkehrsteilnehmende hat gewartet, danke dafür. Der andere ist bei Rot einfach hinterhergefahren. Grüße gehen hier raus an Apple Scripter. Wir beide haben auf die Aufnahme gedrückt und mussten doch sehr lachen, dass wir beide die gleiche Situation aufgezeichnet haben. Also man kann natürlich überholen, wenn man gar nicht sieht, dass ein Radfahrender vor dem Transporter ist. Deswegen ist eigentlich auch so wichtig, dass der Transporter noch mehr den Abstand halten müssen. Und jetzt wird auch noch unübersichtlich in die Kreuzung überholt. Dass natürlich das weiße Auto dann nochmal so kräftig an mir vorbeigeführt wird, zeugt einfach dafür, dass da jemand richtig unter Strom stand und morgens unbedingt schnell vorankommen will. Stand natürlich an der nächsten Ampel dann bei Rot mit mir. Wir waren hier an der Spitze eines Demozuges. Mal Kudos, wie schnell alle angehalten haben, dass der Rettungswagen durchfahren konnte. Immerhin keine Radfahrenden blockiert, aber dafür die anderen Verkehrsteilnehmer. Man hätte sich doch lieber mal einen Parkplatz gesucht. Achtet mal auf das silberne Fahrzeug, was links jetzt ins Bild fährt und das schwarze Fahrzeug rechts. Die treffen sich fast, weil das schwarze Fahrzeug direkt auf die linke Fahrbahn gezogen wird und tatsächlich der Crash nur verhindert werden kann, weil das silberne Fahrzeug auf die Tramgleise gelenkt wurde, die hier asphaltiert sind. Mein Lieblingsschild, dessen Bedeutung anscheinend keiner kennt. Und dann wird man natürlich dennoch überholt.
Ich weiß ja nicht. Alle guten Dinge sind zwei, danke Gothic Girl. Außerorts, und das heißt mindestens 2 Meter Abstand beim Überholen. Also nicht nur, dass du behindernd auf dem Gehweg stehst, nein, du stehst auch mitten in einer Feuerwehreinfahrt. Nur mal kurz, ne? Die Definition von Überholzwang. Wenn man jemanden, der überholt, überholen muss. Wartet doch einfach 10 Sekunden, bis sie den Überholvorgang abgeschlossen hat. Beste Absicherungsmaßnahme nach hinten. Die Müllwerker, danke dafür. Tatsächlich darf man mit dem Fahrrad hier durchfahren. Ich verlinke euch die Straßenverkehrsordnung 5 Absatz 8. Man darf vorbeifahren. Eine Bitte an alle Radfahrenden und insbesondere ihn hier vorne. Fahrt bitte nicht so weit rechts an den Autos vorbei. Ihr bewegt euch direkt in der Doring Zone. Wenn die Tür aufgeht, habt ihr keine Chance mehr. Ihr brettert komplett rein und ihr werdet vom Fahrrad gestoßen. Hui. Also das war dunkel, 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 gelb. Dunkel, gelb. Wo kann ich eigentlich genau von den Lieferservices den Aufruf finden, dass sie mehr Lieferzonen brauchen? Oder ist das Geschäftsmodell, dass man so parkt? Mal ehrlich. Auf der Karl-Marx-Allee ist der Radweg ja breit genug, dass man parallel fahren kann, man kann die Leute überholen. Es gibt aber tatsächlich immer noch wieder Leute, die meinen, dass man dann trotzdem sich nochmal vorbeiquetschen muss, obwohl gerade kein Platz ist. Also man kann hier kritisieren, dass die zu Fuß gehenden bei Rot losgelaufen sind. Viel gravierender ist, dass hinten das Auto offensichtlich noch bei Rot über die Kreuzung schüsselt. Dringender Aufruf, bitte mit den Fahrrädern auf den Radwegen in die richtige Richtung fahren und zusätzlich nicht auf dem Gehweg. Wie sollen hier Kinder, Rollstuhlfahrende, Leute, die auf Gehhilfe angewiesen sind, blinde Menschen, wie sollen die vorbeikommen? Das ist doch sowas von rücksichtslos. Gestrichelte Linie an dieser Stelle heißt nicht, das ist ein Parkplatz für dich, das ist eine Fahrradaufstellfläche. Also bitte da nicht parken. Also wenn du mich überholen möchtest, dann musst du schneller sein. Und wenn du einscherst, solltest du auch bitte einen Schulterblick machen und gucken, dass du nicht seitlich in mich reinfährst. Das wäre sehr vorteilhaft. Und an die nächsten Kandidaten, fahr doch bitte links vorbei und nicht rechts. Das bitte kann ich mir eigentlich sparen. Fahr alle noch dichter vorbei. Das war's für heute mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut euch jetzt noch ein anderes Video an, was euch der YouTube-Algorithmus vorschlägt. Bis zum nächsten Mal. Allzeit sichere Fahrt. Tschüss.